Gar nicht sein. Es war ja klar, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. Heute auch nochmal gegen einen Vorderplatzierten, gegen den Berliner TSC und dann doch ein deutlicher Sieg. Und dann vielleicht nochmal aus deiner Sicht, wie die Saison gelaufen ist und was will der Verein in der Neuen? Was wird entschieden? Ich habe gehört, es ist noch gar nicht klar, ob man auf- oder absteigt. Das ist ja alles noch ein bisschen durcheinander. Ja, also auch erstmal von mir einen schönen Abend hier und ich muss sagen, heute ein tolles Spiel hier gesehen und wieder mal gezeigt, dass wir auch mithalten können, auch mit den vorderen Plätzen. Also man hat wirklich gesehen, dass die Mannschaft unwahrscheinlich dazugelernt hat innerhalb der Saison und auf keinen Fall abgefallen ist. Und ich glaube, wir haben, man muss wirklich sagen, heute ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Ich glaube, wenn die Mädels das durchgehalten hätten während der Saison, glaube ich, hätten wir es sogar geschafft, uns direkt zu qualifizieren. Aber okay, das ist so nicht gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben mehr erreicht, als wir im Grunde uns selber eigentlich vorgestellt haben. Natürlich hofft man immer, man muss auch realistisch sein, aber ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Saison. Wir sind nicht abgeschlachtet worden, sondern haben uns eigentlich, da waren immer der beste Aufsteiger und im Grunde ja nah dran an den Plätzen drin zu bleiben. Und man muss wirklich sagen, erstmal vielen Dank eigentlich auch an alle, die uns hier unterstützt haben. Das Publikum, Riesenstimmung hier in der Halle, von Anfang an Riesenunterstützung. Ich glaube, es macht sehr viel Spaß. Was ich so gelesen habe in der Zeitung, war auch, dass die auch andere Mannschaften das so gesehen haben, hier viel Spaß gehabt haben, weil eben hier richtig was los ist. Und ich glaube, das motiviert die Mädels und ich glaube, es hat allen auch gezeigt, dass wir dann auf guten Wege sind, sage ich mal. Wenn man guckt, die Heimspiele, es wurden ja eigentlich gar nicht viele verloren. Heute ist es ja bestimmt schön, Heimspiel, also zum Schluss das letzte zu haben, dann doch einen Sieg einzufahren. Was mich natürlich heute ein bisschen gewundert hat, heute war nicht so viel Publikum da, weil es vielleicht das letzte Heimspiel war, hätte man ja denken können, es ist so. Aber sonst, denke ich, könnt ihr zufrieden sein. Es war hier immer Stimmung. Wir haben in den Gästeinterviews von den anderen Trainern und Trainerinnen gehört, dass das hier also auch wirklich vorzeigbar ist und wir haben natürlich dann Potenzial nach oben. Genauso sehe ich das auch. Ja, heute war vielleicht 1. Mai, viel los, viele Veranstaltungen überall. Aber und dann ungewöhnlich Samstag zu Hause zu spielen, sonst haben wir immer Sonntag Nachmittag zu Hause gespielt. Aber es war wirklich so, dass wir wirklich eine super Stimmung hier gehabt haben und ich glaube, da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken und da können wir auch in der dritten Liga, Regionalliga mit ziemlicher Sicherheit mithalten und das ist mit ziemlicher Sicherheit auch für andere Mannschaften sehr schwer hierher zu kommen und zu gewinnen. Das war schon zu sehen, ja. So, dann haben wir heute ja bekannt gegeben, ich gucke nochmal gerne auf meinen Zettel, der Verein hat sich ja verabschiedet. Einmal bei Jette Wahl, sie will sich beruflich verändern oder beruflich dort starten in Stralsund. Die Katharina Ehring, die wird nach Buxtehude wechseln. Da könnte man ja denken, wenn es Buxtehude geht, da gibt es jetzt Geld. Ja, das wäre ideal, wenn wir da ein bisschen Geld kriegen würden. Nein, aber ich denke, sie hat sehr gute Entwicklung genommen und ich glaube, das ist ja eine Auszeichnung auch für den Verein, wenn ein Verein wie Buxtehude gerne eine Spielerin haben möchte und sie da hinwechseln kann. Ja, ihre Schwester haben wir auch leider während der Saison verloren, die sich beruflich da nach Richtung Flensburg verabschiedet hat. Und da muss man schon sagen, wenn wir die noch vielleicht von Anfang an durch die Saison gehabt hätten und die Susi Grimm noch im Tor, dann, ich glaube, da wäre sogar noch die 2-3 Punkte mehr möglich gewesen, die uns am letztendlich die Chance gegeben hätten, drin zu bleiben. Es ist natürlich so, dass, um den Stand oder aufzuklären, wir haben für beide Ligen gemeldet. Dass wir auch die Chance vielleicht haben, drin zu bleiben, weil es vielleicht den einen oder anderen Verein gibt, der nicht melden wird aus finanziellen Gründen. Ich glaube, wir sind ganz vernünftig aufgestellt und können das auch realisieren. Und wollen mal gucken. Gemeldet haben wir erstmal für beide Ligen. Wir werden sehen, was da rauskommt. Und sollte es so sein, dass der ein oder andere Verein aus der jetzigen Regionalliga oder aus der kommenden nicht da meldet und wir vielleicht nachrücken, dann denke ich, werden wir bereit sein. Und ich glaube, mit der Mannschaft und vielleicht die eine oder andere Position noch zu erweitern, glaube ich, dann haben wir auch berechtigte Chancen, drin zu bleiben. Wirtschaftlich gesehen für den Verein Grün-Weiß Schwerin, ihr macht ja sehr, sehr viel. Ihr habt ja auch viele Nachwuchsmannschaften. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wo soll es dorthin gehen? Ihr habt Sponsoren, ihr habt Förderer, ihr habt sicherlich Gönner. Und wird sich der Verein verstärken für die neue Saison? Oder ist das jetzt genau davon abhängig, was jetzt in den nächsten Tagen passiert? Bleibt ihr drinne? Müsst ihr doch runter? Das von der Zeit her, wer entscheidet das wann, zu welcher Zeit, das ist noch nicht ganz klar, ne?
Nein, das ist noch nicht ganz klar. Es ist so, das Grundprinzip bei uns ist so, dass wir nicht, dass wir auf jeden Fall die wirtschaftliche Grundlage dafür haben müssen, da auch drin zu bleiben. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Spielerinnen verpflichten, auch selbst wenn wir in die Regionalliga drin bleiben sollen, was wir finanziell uns nicht leisten können. Der entscheidende Punkt ist wirklich, dass wir eine wirtschaftliche Grundlage haben, auf der wir sauber arbeiten können. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr guten Nachwuchs. Wir sind überall im Land mit 1 und 2, die Plätze Landesmeistertitel, verschiedene dieses Jahr schon wieder geholt. Also ich glaube, da haben wir auch eine gute Zukunft, viel Nachwuchs, was hinterherkommt, wo wir auch auf spätere Sicht dann eine gute Basis haben. Und ja, ich glaube schon, es ist eine Aufgabe von uns, weiter daran zu arbeiten, Partner zu bekommen, langfristige Partner zu bekommen, die mit uns den Weg gehen. Und selbst wenn wir jetzt oder in 2 Jahren dabei sind, das ist die Chance, die wir haben, glaube ich. Und ich glaube, da haben wir eine gute Basis hier in Schwerin und daran arbeiten wir. Also wir hatten ja beim letzten Heimspiel schon viele Ehrungen und Landesmeistertitel. Heute möchte ich es gerne nochmal erwähnen. Eure Mädels hier, Platz 1, Spiel Union West, ist so Art wie eine Kreismeister. Also dann zeigt das ja, dass der Nachwuchs auch gut gefördert wird. Ihr auch sicherlich gute Nachwuchstrainer habt. Und das ist ja eigentlich im Verein auch nicht ganz einfach, weil da sicherlich viele ehrenamtliche Arbeit hintersteht. Also gerade das muss man wirklich sagen, und da muss man wirklich nochmal einen großen Dank und großes Lob an alle Trainer, alle Betreuer, alle, die hier mitmachen, alle ehrenamtlich arbeiten, ja, und Arrangementzeit neben dem normalen Beruf oder so hier reinstecken, das muss ich schon sagen. Ist aber, glaube ich, auch ein Indiz dafür, dass hier gut gearbeitet wird. Und ja, dementsprechend haben wir auch einen guten Stand im Markt, sage ich mal, in der Liga, in allen Klassen. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen, weil das ist für mich die Grundlage für die Zukunft, für die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass wir für Schwerin auch da was in der Außenwirkung im Land auch was darstellen. Und ich denke auch der Region Schwerin damit den Rücken stärken. Kommen wir nochmal zu einer ganz anderen Sache. Sportlich ist ja fast alles gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Ligen aussieht. Aber es steht ja jetzt eine große Feierlichkeit bevor im Verein. Vielleicht sagst du nochmal da was zu. Ja, also kommenden Samstag, 8. Mai, wollen wir wieder unsere Grün-Weiß-Party machen. 8. Mai ist ja auch Tag der Befreiung. So kann man das sagen. Ja, wir hatten letztes Jahr schon mal eine sehr gute, tolle Party. Und wir gehen ins altbewährte Strandpavillon. Ich denke mal, viele kennen das noch von früher. Und ja, ich glaube, da werden wir eine tolle Party haben, wird schöne Show gemacht, ein bisschen drumherum, wieder eine super Tombola. Die Partys waren in den Jahren immer sehr begehrt. Und ich glaube, wird ein Auto verlost? Nee, ein Auto nicht, liegt vielleicht nah, aber nee, das reicht nicht ganz. Ein bisschen kleiner sieht es aus, aber nein, also ich denke auch, wir wollen eigentlich viel Spaß haben, wir wollen eigentlich das Jahr, den Verein damit würdigen, das gehört einfach zum Vereinsleben dazu und dass es rund ist, Sponsoren sind eingeladen und wollen mal gucken, dass wir da einen schönen Abschluss der Saison bringen. So, und das soll es auch gewesen sein. Thorsten Fethier-Neuer hat es gesagt, Abschluss der Saison, dieser Ball, grün-weiße Nacht. Ist ja fast wie bei Werder Bremen, grün-weiße Nacht. Und da wünschen wir natürlich dort auch allen Beteiligten, Sportlern, Trainern, Sponsoren, alle werden ja da sein. Gibt es überhaupt noch Karten? Na, es ist, glaube ich, sehr eng. Es wird also nicht mehr viel. Nee, nicht mehr viel. Also die letzten 5, die müssen wir nur sehen, dass wir jetzt diese Woche schaffen. Und da möchte sich der Verein natürlich nochmal bedanken und auch sicherlich dann sich für die neue Saison rüsten. Und natürlich so an einer Saison hier, Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle, war ja immer stimmungsvoll. Dann kann man nur davon ausgehen, dass man dort schön feiert und dann sich auf die nächsten Aufgaben vorbereitet für die Saison 2010, 2011. Und wir würden uns immer wieder gerne hier melden, wenn es so weitergeht und sportlich grün-weiß immer nach oben. Ich würde, also das in dem Falle ja, weil du sagst, wir würden uns gerne mehr, also hat uns natürlich super gefreut, dass du das hier gemacht hast und hast einen tollen Job, du hast deine Stärken da drin und würden das natürlich weiter betreuen. Möchten wir auch nochmal bedanken im Namen des Vereins für die tolle Ansagen, die du hier machst und die tolle Führung hier in dem Bereich. Und ich glaube, dass wir da auch in der Zukunft gut miteinander zusammenarbeiten. Auch das werden wir uns wünschen und da werden wir auch nochmal drüber reden. Da komme ich nochmal zum Termin. Und aber ansonsten melden wir uns jetzt hier zurück und sagen tschüss, schönes Wochenende. Kommen Sie nächste Woche am Montag dann gut in die Woche. 1. Mai, heute wird noch gefeiert, morgen soll ja auch noch gefeiert werden. Wir sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart hier bei Grün-Weiß, Regionalliga Handball. Bis zum nächsten Mal, sagt hier Stefan Schubert und Präsident des Vereins. Thorsten Fethier-Neuer. Ja, tschüss. Tschüss.